So, herzlich willkommen wieder mal bei Secret Mario Chronicles und wir sind stehen geblieben beim Level Sauer 2.4. Ich bin sehr gespannt, um was es hier jetzt geht. Oh, ein Pilz. Ich habe nachgeguckt, diese Stachelfiecher dort unten kann man übrigens überhaupt nicht besiegen. Was ich eigentlich relativ blöd finde. Oh, schöner Kopfball. Ah. Oh! Uiuiui. Danger. Hm. Ah, ich muss wahrscheinlich hier runter und mich hier rüber teleportieren. Das ist ja auch mal interessant. Schon wieder. Oh, danke. Nein! Oh. Oh, das war jetzt blöd. Ich glaube, ich hätte springen müssen. Also fangen wir nochmal von neuem an. Ja, es ist gerade Sonntag 9:30 morgens. Weil ich hatte gerade Formel 1 bedingt bin ich schon etwas früher aufgestanden heute. Und dann hatte ich noch spontan Lust, eine neue Folge aufzunehmen. Und das mache ich hiermit. Ah. Und die Sonne, die von draußen kommt, die scheint mir gerade so schön halb ins Gesicht. Also das finde ich sehr angenehm, weil es sehr warm ist. Also es wird schon, man sieht schon, dass es... Ach so, jetzt habe ich hier das Safe. Ah, egal. Man merkt schon, dass es wärmer wird. Ah, okay. Oha, oh, das war jetzt aber gerade... Ich kann auf den stehen, das finde ich ja merkwürdig. Okay, wenn dem so ist, dann ist dem so. Und jetzt kann man nämlich hier dieses Ding einfach runterschießen. Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht. Aber erstmal kurz zwischenspeichern, wenn ihr es erlaubt. Na los, geh schon rüber. Ein Pilz. Hier unten gab es auch noch irgendwas. Oh, ah. Jetzt haben wir uns aber ein Ei gelegt hier. Schnell hier rüber. Aha, hier ist eine unsichtbare Plattform. Und ein Leben. Habe ich mir doch gedacht. Uiuiui, das hat... Ah, jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen warten. Danke. Und das ist das Ziel. Oh, nein, 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 nein. Oh, Mist. Ich habe zu spät gesehen, dass da dieser Mancha oder was das ist dort oben sich aufhält. Sonst wäre ich dort gar nie hingesprungen und wir wären im Ziel gewesen. Ah, das war jetzt dumm. Doch. Nein. Oh. Ist das blöd. Vielleicht sollte man auf leeren Magen auch einfach keine
Let's Plays machen. Hier oben gab es das Leben, das weiß ich noch. Danke. Na. Ah. Schöner Double Kill. Kam hier ein 4 raus? Ich glaube nicht, ja. So, jetzt direkt ins Ziel. Oh. Das ist doch bitter, ist das. Hallo, wie dumm. Halt oben den Pilz. Könnte ich mir mal wiederholen. Ah. Na los. Und jetzt hier oben das Leben. So, jetzt hätten wir es aber geschafft. Sauer 2.5 heißt das nächste Level, was ich jetzt spielen werde. Ach, hier geht's nach links direkt mal. Okay. Och nö. Und ein Pilz. Ich vermute, ich muss hier schräg hoch. Ja, yeah, und wieder. Oh, und kleins in den Tod gesprungen. Hm, na gut. Oh, leck mich doch fett, ey. Das ist doch unfassbar, was ich hier abliefere. Am Anfang des Spiels sind wir öfters Game Over gegangen und jetzt hat sich das ja auch zum Glück ein bisschen, ich sag mal, stabilisiert. Wir haben jetzt, ich sag mal, 10 Leben im Durchschnitt. Was ist das? Kann man die irgendwie kaputt machen? Nee. Kann man die sich irgendwie mitnehmen? Nee. Ein Leben, cool. Oh, ach, dort oben. Ein Stern, wofür auch immer ich den brauche, jetzt habe ich ihn vergeigt. Hoch mit dir. Ein Schneeball. Was ist das? Na, ja, das war ja klar. Ein Pilz, nein. Ach, hier gab es irgendwo einen neuen, ne?
na gut. Also gehen wir wieder hier hoch noch. Holen uns die paar Münzen. Und schon mal den Stern verkackt. Cool, so muss es laufen. Und ein Pilz. Na. Und erstmal zwischenspeichern, bevor wir hier wieder so untergehen. Jetzt. Das ist wieder ein Giftpilz, den sammeln wir natürlich nicht ein. Aber das wisst ihr sicher schon. Und weiter geht es. Das ist schon das Ziel. Cool. Okay. Na gut, das Level hier, Sauer 2.6, ist das nächste. Und dann sind wir scheinbar schon wieder in der nächsten Welt, so wie es aussieht. Ach ja, diese blöden Wolken. Ah. Oh, ist das wohl auch ein Treffer gewesen? Was denn? Schade, dass es ja eigentlich die Feder nicht gibt, wie beim Original Mario, sag ich mal, wo man dann auch die Feder hat. Aber vielleicht wären die Level dann noch einfach zu einfach. Das ist doch zum Reiern hier das Level, ey. Hallo, ich wollte auf den drauf springen. Was ist denn das für ein verdammter Dreck? Das macht mich schon langsam ein bisschen aggressiv hier, also. Ah, war ja klar. Komm, lecken. Uff! Jetzt ist da noch nicht mal ein Pilz drin oder da oben. Oh, ich sehe schon wieder die Kugel und dann kommt diese verdammte Dreckswolke hier wieder runter. Leck. Das ist nicht schön. Jetzt. Ja, mir doch egal. Ja. Yeah. Och, Alter. Jetzt war ich unaufmerksam. Uff. Jetzt aber. Was, komm runter, Wolke, komm runter. Gibt's hier oben? Was? Ui, 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 ist nicht wahr. Was passiert, wenn ich auf dem jetzt oben bleibe? Na, dann stirbst du, schade. Ich hätte gedacht, das wäre ein geheimer, ich sag mal so eine Art Trick. Und dort oben gäbe es irgendwas, aber dem war scheinbar nicht so. Also nochmal alles von Anfang.
Ha. Ach, musste ich dort oben lang oder sehe ich das falsch? Ich glaube, ich sehe das richtig. Oh, schöner Kill. Und das Ziel, yeah. Und Sauer 2.7 haben wir da noch. Naja, gut. Wenn wir schon mal dabei sind, dann spielen wir das eben auch noch. Ich mir jetzt am besten dort das Eigen. Also so wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, müssen wir einfach ohne. Oh. Was war denn das jetzt? Gab es dort oben ein Leben irgendwie? Sah da noch aus. Das sieht eher aus wie so ein nicht näher definierbarer. Wo gab's das jetzt hier? Hm. Wissen wir nicht. Hier war das doch, ne? Ja. Hm, aber doch nichts. Das heißt, ich muss hier lang. Oh, hier ist wieder so eine blöde Kugel. Hm. Lassen wir das lieber, würde ich denken. Oder? Nein! Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte das Ding eigentlich ansagen. Um damit da unten die Kugel zu. Ah, gut. Gamepad leckt mal wieder. Den so den Pilz nehmen wir mal mit. Ah. Ja, das ist dumm. Wenn man nach unten drückt, dann fällt man von diesen Plattformen runter. Also das ist schon irgendwie, finde ich, eine dumme Funktion. Gibt es das beim Original Mario auch? Ich weiß nicht. Aber ich finde es dumm. Ich finde das dumm, dass es so ist. Oh, es war knapp. Jetzt. So. Das überspringen wir, weil da gab es ja eh bloß den Pilz. Sollen wir das riskieren? Nö. Gibt es wahrscheinlich eh nichts Besonderes dort. An der Stelle. Ist nicht wahr dort oben. Ist nicht wahr. Ach, hier ist schon das Ziel. Ah ne, jetzt komme ich bloß hier hoch. Hm. An der Stelle würde ich gerne mal speichern. Oh, ich würde eigentlich springen dort. Ja.
Ich sehe dich. Oh, da wäre das Ziel gewesen, aber. Nein, das war falsch. Den Speicherstand wollte ich. Und weiter geht es. Wir können, glaube ich, gleich direkt hier runterfallen. Ja. Yeah. Und jetzt einfach durchziehen. Los, 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 rein da. Ach, das war's immer noch nicht. Oh. Okay. Was auch immer das ist, es sieht nicht gut aus. Nach unten. Was ist das? Ein Endgegner? Klappt das? Scheinbar nicht. Ach, es ist tatsächlich ein Endgegner. Kürzen der mal ab hier. Ach so, dort muss ich auch noch irgendwie hoch können. Das glaube ich nichts. Na gut, wir werden ihn vielleicht einfach mal versuchen, auf dem klassischen Weg zu besiegen. Indem wir einfach auf ihn drauf springen. Jetzt wird es fast unmöglich, ihn zu treffen. Oi, oi, oi. Ja. Oh. Das ist ja übel. Denk gar nicht daran zu sterben. Vielleicht muss ich doch irgendwie da oben mit diesen Kugeln irgendwas machen. Komm her, los. Oder mit diesem Viech. Cool, das blockt jedenfalls. Moment, ich konnte doch auf diesen Dingern stehen, oder? Ja. Ach so, dann werde ich dort eingequetscht. Also das hat scheinbar nicht funktioniert. Also versuchen wir mal dort hochzukommen. Dort muss es also irgendwas Nützliches geben. Ich muss genau dort die Lücke treffen und dann auch gleich wieder an der Stelle landen. Ich würde mal behaupten, das ist nicht unmöglich. Oder ich muss überhaupt erstmal versuchen, diese Kugel da runterzubekommen. Achtung, Taktik. Ach, mehr war das nicht. Tatsächlich, cool. Ist nicht wahr. Credits. War's das jetzt schon? Das war's schon. Cool durchgespielt. Florian Richter, Dedicated Developer, Organizer und Project Leader, Holger Frey, Game Tester, German Publicity and Torrent Packager, Grant, Graphic Designer, MVPs, Most Valued Persons. Der Helios als Grafikdesigner, Robert W., Forum- und Wiki-Moderator, Sauer 2, Level-Contributor,
Developer, Markus Hiebel, Grafikdesigner, Level-Contributor, Tristan, Heaven, Heaven, Gento, E-Build, Maintainer, Muammar, LK, Tip, Debian Package Maintainer, David Hernandez. Ach, lest euch selber durch. Ja, und das war's offensichtlich mit Secret Mario Chronicles. Das war ja doch schon ein relativ kurzes Spiel. Ich hätte gedacht, das würde länger dauern, von der Zeit her es durchzuspielen. Aber es gab noch vier Welten. Na gut, es ist ein Open-Source-Spiel, das heißt, es steht jedem frei, Level einzusenden oder überhaupt mitzumachen, damit das Spiel irgendwann mal umfangreicher wird, was natürlich schön wäre. Und ja, komisch, durchgespielt. Eigentlich unerwartet. Ich hätte, wie gesagt, gedacht, es würde noch ein bisschen länger gehen, aber na gut. Ja, damit hätten wir Secret Mario Chronicles beendet, dieses Let's Play. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es einfach in die Kommentare oder favorisiert dieses Video oder Daumen hoch, wie auch immer man es nennen mag. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann bis zum nächsten neuen Projekt, was auch immer es sein wird. Ich weiß es noch nicht. Ich habe mir jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht, weil dieses Spiel ja doch, wie gesagt, schon recht unerwartet schnell zu Ende war. Ja, bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Video.